Eine neue Karriere hier auf dem Kanal. Es ist nichts mehr mit der Roma, nichts mehr mit Düsseldorf. Wir gehen in die zweite deutsche Spielklasse, was bedeutet zweite Bundesliga. Das Team ist der erste FC Heidenheim. Und damit, servus Leute, Chris ist am Start. Herzlich willkommen zur Folge Nummer 1 der Heidenheim-Karriere. Ich bin unfassbar gehypt auf dieses neue Projekt. Ihr wart dafür, YouTube-Abstimmung, Instagram-Abstimmung, ihr wart für den FCH. Und auch für mich ist es eine Herzensangelegenheit. Ich mag den Verein. In der Realität machen die aus ganz wenig unfassbar viel. Spielen immer noch mit um den Aufstieg, auch Richtung erste Bundesliga und sind jedes Mal irgendwie gefühlt über den Erwartungen, haben eine Legende mit Schnatterer und so viele Spieler mit unfassbar viel Potenzial, die ich auch richtig nice finde, bei mir mehr oder weniger regional. Nach Heidenheim ist es vielleicht nur eine Stunde oder eine Stunde 10, also ich bin richtig gehypt auf dieses Projekt. Geht's euch genauso? Lasst jetzt einen fetten Daumen nach oben da, alle zusammen. Ja, ihr seid auf dieser Folge jetzt hier erwünscht. Folge Nummer 1, vielleicht knacken wir 2000 Likes und Kommentare werden später von mir ganz, ganz oft gefordert. Das Ganze dann natürlich für euch, egal ob Formation, Transfers oder sonstige Sachen, kommen wir später dazu. Seid ihr neu auf dem Kanal und wollt nichts mehr verpassen und Teil sein auf dem Weg zu 31.000 Abonnenten, lasst jetzt ein kostenloses Abo da und dann würde ich sagen, Facecam klein, wir sind hier bei der Mannschaftsauswahl, gehen in die zweite Bundesliga, gehen ein bisschen weiter nach hinten und hier heißt es der erste FC Heidenheim. Wir fackeln gar nicht lang rum, ich freue mich auf dieses Projekt und starten direkt rein. Bevor das Video weitergeht, gibt es ganz kurz eine kleine Werbung für euch. Das Team of the Season so far geht also in die finale Runde und mein Partner Lootboy läutet zum Abschluss der Lootboy Championships 3 Tage eine garantierte Food-Food-Foodpoint-Aktion ein. Wer ab Samstag 9 Uhr bis Montag 23.59 Uhr ein 10er Food-Premium-Bundle kauft, egal ob für 9,99 Euro oder für 1000 Diamanten, die man übrigens kostenlos erwerben kann, erhält dann garantierte Food-Points. Und außerdem dazu noch bei Bonus Lootpack Möglichkeiten auf den Lieferando-Gutschein oder von Huawei. Jeder, der also heute ein 10er Food-Premium-Bundle kauft, der hat auf jeden Fall dann die Möglichkeit, garantierte Food-Points mitzunehmen. Das habe ich gemacht, Geld aufgeladen. Hier haben wir also die Packs. Ich freue mich extrem drauf. Wir gehen direkt mal rein. Wir sehen hier ein Ingame-Item. Wir sehen dann ein Spiel. Football Manager 2018 direkt mal in der Vollversion. Komplett geiles Game. Und zu guter Letzt haben wir hier dann noch viel FIFA als erste goldene Sammelkarte. Ganz kurz dazu. 5 Stück von denen und ihr könnt auch wieder garantierte Foodpoints einlösen. Später dazu mehr. Im nächsten Pack ist wieder eine solche Karte von IM Tabak. Dann 3 Guthaben-Diamanten und wir haben 1050 Foodpoints. Das jetzt schon. Und nachher kommen noch zusätzliche dazu. Plus eine weitere goldene Karte von TC Schubech. Eine perfekte Ausbeute bis hierhin. Alle Packs geöffnet. Heißt dann hier, ihr seht das Bonus-Bundle dann bei euch im Inventar, genauso auch Gold Rush und dann sehen wir hier auch ein paar Vollversionen, Blackguards, Amnesia und so weiter und so fort, Gutscheinkarten, alles was das Zockerherz begehrt, sage ich einfach mal. Und auch, das habt ihr vorhin schon gesehen, garantierte Foodpoints, 1050 haben wir da schon mitnehmen können, das nächste Bonus-Pack ist dann das, wo mindestens wieder 500 drin sind, wir haben die 500 hier also bekommen, das kann man natürlich mitnehmen, insgesamt 1650 Foodpoints plus natürlich auch Spieler für den Transfermarkt. Ganz wichtig hierbei, diese Karten unten nicht aufrubbeln, geht einfach direkt auf, hier geht's zum Transfermarkt. Dann seht ihr rechts oben die Anzahl eurer Karten und könnt das dann einlösen. Also, ich habe jetzt 3 Stück, kann mir dann hier 3 Lootcoins sichern und da sind vielleicht auch mal wieder Foodpoints drin. Garantierte Foodpoints nur, wenn man 5 Karten hat. Ich nehme jetzt aber einfach mal die 3 mit und werde die Tickets dann natürlich auch wieder als Karten bzw. als Packs öffnen. Checkt jetzt also den Link in der Videobeschreibung zum kostenlosen Download von Lootboy und mit dem Code Team of the Season Week 5, also TOTS Week 5, habt ihr die Möglichkeit, jetzt nochmal einen kleinen Bonus zu erhalten. Lootboy schenkt euch nämlich 5 Diamanten und 2000 Lootcoins. Das Ganze noch dazu, jetzt unten in die Videobeschreibung. Nutzt den Code, egal ob ihr die App schon habt oder nicht. Ihr könnt auch noch über Code einlösen, das Ganze mitnehmen und ihr habt richtig, richtig geile Preise. Viel Spaß dabei. Ein fester neuer Speicherplatz also hier, was das ganze Thema angeht. Wir überschreiben die Stuttgart Live Sprint to Glory, denn die im Endeffekt, die ist so schlecht gelaufen. Entlassung hin oder her, völlig egal. Hier haben wir die Einladung zur Saisonvorbereitung. Das nehmen wir natürlich dankend an und gucken hier, 3,8 Millionen ist das Maximum. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Die erste Folge wird natürlich rein organisatorisch sein. Wir gehen die Mannschaft durch, wir gehen die Verträge durch, die Ziele des Vorstands, vielleicht auch Wunschspieler von mir. Wir gucken einfach mal. Gleichzeitig sehen wir bereits die Gegner Molde FK, Rosenborg und Santa Clara und unser Team, das ich jetzt erstmal, wie ich es mir vorstelle, in Bestbesetzung aufstellen werde. Da gab es an sich so viel gar nicht zu ändern. Ja, wir haben Müller im Tor, wir haben dann hier Mainka als Innenverteidiger Nummer 1. Das ist auch vom Rating her neben Schnatterer und Kleindienst der Beste im Kader. Neben ihm haben wir Hüssing, dann haben wir links Teuerkauf, der kann auf der Linksverteidigerposition. Rechts haben wir Marlon Busch, Dorsch, das ist für mich eine absolute Maschine auf der 6. Griesbeck zusammen also mit Kerschbaumer auf der 8. Schnatterer als Kapitän auf der 10, Leipertz zusammen mit Kleindienst. Gleichzeitig sage ich euch aber ganz ehrlich, so wie es ist, Leipertz kein gelernter Stürmer, ist zwar schnell, aber hier hätte ich gerne noch einen anderen Spieler. Gleichzeitig würde ich irgendwie auch gerne noch Teuerkauf ersetzen, denn wir brauchen natürlich gute Spieler, rein vom Tempo auch, dass man die spielen kann. Teuerkauf hat eine 71 für eine Simulation gut, allerdings für selbstgespielte Spiel und da werden einige darunter fallen, ist das wiederum eher kontraproduktiv. Aber auch hier gibt es direkt für euch die erste Möglichkeit, jetzt zu kommentieren, welche Formation. Ich habe es ja geändert aufs 4-1-2-1-2, das seht
ihr hier. Ja, ich bin ja ein Typ, der sehr gerne zentral spielt. Ja, der FCH hat auch keine allzu schnellen Spieler. Von daher kommt uns das entgegen. Ich muss auch gestehen, ich habe mit dem Kollegen, Grüße gehen raus an Justin, auch schon mal privat eine FCH-Karriere gemacht. Da hat sich Sessa innerhalb kürzester Zeit um so viel Ratingpunkte verbessert, dass auch er vielleicht rangeführt werden kann. Vielversprechender Spieler, wie ich finde. Wir haben noch Multhaupt, wir haben Thiel, Ex-Kölner auch, wir haben Schimmer, wir haben Bermann, Föhrenbach und Vitus Eicher und auch eine Reservebank, die sich eigentlich wirklich sehen lassen kann. Also hier, alles, was euch auf dem Herzen liegt zum Thema Formation, Startelf, Auswechselspieler, alles, was dazugehört, jetzt in die Kommentare. So, ich habe das ganze Thema jetzt mal hier in der Teamzentrale beobachtet. Wir haben hier David Otto, der ist nur ausgeliehen. Gleichzeitig haben wir drei Spieler verliehen. Das ist ja einmal Patrick Schmidt an Dynamo Dresden. Weiter geht's dann weiter oben hier mit Biancardi an Eintracht Braunschweig und wir haben Steurer bei Preußen Münster. Heißt also erstmal dahingehend gar keine Probleme. Otto, okay, ein vielversprechender Spieler, aber bei uns vermutlich keiner, der zum Einsatz kommen wird, außer ihr seid natürlich dafür. Kevin Müller wollte erstmal nicht langfristig verlängern aufgrund unzureichendes Gehalt. Naja, okay, lassen wir erstmal so stehen. Strauß ist bei mir auch so, wollte nur ein Jahr, den packe ich auf die Transferliste. Gehe ich gleich nochmal näher drauf ein. Also, Freigabesumme raus oder als Beispiel hier bei Thorsten Mohr die Freigabesumme einfach erhöht. Ist für uns in Ordnung. Jetzt ganz kurz zu den ausgeliehenen Spielern. Wenn ihr wollt, dass davon jemand zurückgeholt wird, schreibt mir das in die Kommentare. Jetzt aber erstmal kümmere ich mich drum, welche Spieler vielleicht den Verein verlassen könnten. Im kompletten Überblick heißt das wie folgt: Strauß, Feig, Teuerkauf, Tomalla, Thiel, Multhaupt, Mohr. Weiter geht's dann hier mit Brändle, Owusu und Ramay, aber die letzten drei, inklusive auch Ibrahim, sind die letzten vier nur als Leihspieler. Die sind allesamt unter 20 und kommen vielleicht mit einem besseren Rating dann zurück. Alle anderen Spieler wären Verkaufskandidaten. Habt ihr was dagegen? Schreibt mir jetzt ganz, ganz fleißig in die Kommentare. Wer muss auf jeden Fall beim FCH bleiben? Wer darf gerne auch verkauft werden? Das alles mal zum Thema Kaderplanung ab jetzt. Thema Kaderplanung für die Zukunft heißt das Geld hier. 4,82 Millionen inklusive Gehalt. Wenn man das anpasst, ist das alles schön und gut. Es ist aber nicht ganz so viel. Ja, wichtig ist, Transfers wirklich realistisch. Ich will die Karriere auch bis zum Ende realistisch halten. Jede Kleinigkeit, die für euch auch nur ansatzweise weit weg ist, ja, von Realismus, bitte in die Kommentare schreiben. Ich will das alles beheben. Ich will hier eine lange Karriere aufziehen. Heißt, wir holen Spieler aus Liga 2, aussortierte aus Liga 1 oder top vielversprechende Spieler aus Liga 3, vielleicht sogar auch aus dem Ausland. Ja, wobei der FCH irgendwie dafür bekannt ist, Spieler, die national irgendwo, ja, ich sag mal so ein bisschen verstecktes Talent haben oder halt eben nicht zum Einsatz kommen, die dann zu verpflichten. Ja, wir sind irgendwie so eine Talentschmiede, würde ich behaupten. Und um vielleicht eine eigene Talentschmiede auch aufzubauen, ist das nächste Thema eine Abstimmung. Abstimmung Nummer 1. Was machen wir mit den Scouts? Holen wir jemand? Ja oder nein? Wenn ja, was holen wir? Infokarte jetzt erstmal abstimmen, ob ein Jugendscout geholt werden soll. Ja oder nein? Bitte ganz ehrlich sein. Ja. Und dann bitte in die Kommentare auch, wenn ja, was holt man? Wie viel Geld nimmt man dafür in die Hand? Ich bin ganz ehrlich mit euch. 4-Sterne-Einschätzung will ich schon mal mindestens. Und Hauke Schwabe, in dem Fall 2,05 Millionen, ist zwar ein Haufen Geld, könnte uns aber langfristig gesehen echt nach vorne bringen. Alles aber erstmal noch Zukunftsmusik, genauso auch wie die Ziele, die wir erst noch erreichen sollen. Niedrige Priorität in Sachen Nachwuchsentwicklung, Markenpräsenz, das ist natürlich so ein Stück weit auch abhängig von unserer Leistung. Kontinental gibt's noch nichts, hoffentlich irgendwann. National heißt es, den Direktaufstieg schaffen. Ja, okay, das ist schwierig neben dem HSV, Hannover, Nürnberg und dem VfB. Ja, ich glaube, wir sind da irgendwie so das fünfte Rad am Wagen, würde ich behaupten. DFB-Pokal runter der letzten 32 und Finanzen heißt hier, beende die Saison mit einem Restbudget. Das hat halt hohe Priorität. Wenn wir das innehalten, dann ist es okay. Allerdings ist das auch wieder so ein Thema. Ja, es ist eine Karriere. Wir wollen doch auch Geld ausgeben und dann soll man 3 Millionen mindestens übrig lassen. Naja, nehmen wir es mal so hin. Also wie gesagt, ich wiederhole mich da gerne nochmal. Alles, was mit Planung zu tun hat. Egal, ob hier die Startformation, die Formationen individuell, was macht man mit den Rollen auch, wer soll Kapitän werden, wer soll was machen, genauso auch wie die Jugendakademie, Verlängerung von Verträgen und so weiter und so fort. Für euch bitte jetzt in Form eines Kommentars, ja, wenn es den Kommentar schon gibt, dann like den hoch, alles auf jeden Fall mit reinpacken, Jugendakademie, Verträge, Freigabesumme, Neuzugänge, alles was halt zu einer Planung dazugehört und gerade auch hinsichtlich der Ziele vom Manager-Rating hier, ja, also das ist auf jeden Fall auch ganz, ganz wichtig und was genauso wichtig ist, ist natürlich die Trainingseinheit. Es gibt 4 Spieler aktuell mit einem vielversprechenden Pfeil, das ist Ramay, das ist Sessa und Dorsch und das ist David Otto, der ist aber nur ausgeliehen, von daher haben wir hier doppelte Einheit Ramay und da kommen wir auch nochmal zu einem passenden Thema, Vitus Eicher werde ich dann verkaufen, Kevin Müller ist die 1 und Ramay hat Zeit sich zu entwickeln und vielleicht tatsächlich als ja zukünftige Nummer 1 ranzuwachsen, der ist 17 Jahre jung, Sessa kriegt eine Doppeleinheit und natürlich hier noch Niklas Dorsch, machen wir alles mit, die verbessern sich auch schon in einigen Belangen, sieht richtig gut aus, wie gesagt, Ramay, vielversprechender Spieler, wusste ich nicht, dementsprechend packe ich den jetzt runter von der Leihliste und Vitus Eicher dafür auf die Transferliste. Ganz kurzes Thema, Spielerchat, Marc Schnatterer hat sich als Kapitän zu Wort gemeldet. Hallo Boss, im Namen des gesamten Teams möchte ich Sie herzlich bei Heidenheim begrüßen. Vor uns liegt viel Arbeit, ich freue mich aber auf die Zukunft. Das machen wir, Arne Falk ist froh, dass ich ihn auf die Transferliste gesetzt habe. Ja, super, dann sind wir uns einig. Und ansonsten wird der Rest natürlich von euch entschieden in Form von Kommentaren, Abstimmungen
und so weiter und so fort. Ja, ich will mich jetzt nicht 100 Mal wiederholen. Heidenheim 2, Rosenborg genauso. Bei uns treffen die beiden Stürmer tatsächlich direkt mit Leipertz und Kleindienst. Holzer und Adeng Benro treffen also für Rosenborg. Der erste Punkt ist da. Wobei das im Endeffekt nicht mal höchste Priorität hat. Ganz im Gegenteil. Ich bin etwas später dran. Ich habe es aus Versehen übersprungen. Santa Clara haben wir 1:0 verloren. Warum? Wir haben nicht mit der A11 gespielt. Ich habe eine zweite Mannschaft aufgebaut. Die seht ihr im Hintergrund noch. Kann ich eigentlich nicht wirklich komplett trennen. Ich kann nicht sagen A11, B11. Ich habe es zwar gemacht. Heidenheim Reserve, Heidenheim Standard. Das ist die A11, das ist die B. Allerdings überschneiden sich noch immer sehr viele Spieler. Kerschbaumer, wir haben neben Marc Schnatterer keiner, der Zehner spielen kann. Schnatterer ist da aber auf der Bank. Der ist schon etwas älter, hat nicht mehr die beste Kondition. Von daher haben wir hier jetzt vorne drin Schimmer anstelle von Leipertz. Wir haben Sessa anstelle von Schnatterer. Hinten links haben wir anstelle von Teuerkauf Föhrenbach. Bärmann ersetzt Innenverteidiger Hüssing. Und ansonsten Ramay, hinten drin noch Kevin Müller. Ja, der Youngster soll nach und nach immer mehr zum Einsatz kommen. Die A11 ist aber wieder da. Mit nur einem Punkt aus den ersten zwei Spielen müsste man gewinnen. Parallel müsste Rosenborg natürlich auch noch Schützenhilfe leisten. Ist aber völlig egal. Strauß ist verkauft. Das können wir auf jeden Fall abhaken. Schnatterer ist ein Angebot reingekommen. Lehne ich zu 100% ab. Bei Strauß ist das alles schon ein bisschen hinter uns. Leganes will Thiel. Werden wir natürlich auch in die Verhandlung gehen. Seid ihr eigentlich der gleichen Meinung? Marc Schnatterer, Identifikationsfigur Nummer 1 vom FCH. Sollen wir den verkaufen? Ich habe eigentlich jetzt Angebote blocken, denn der Typ ist eine Legende. Der ist Kapitän und der soll hier seine Karriere beenden. Seid ihr gleicher Meinung? Stimmt hier oben mal gerne ab. Heidenheim Molde, wir starten also direkt rein mit einem Sieg. Werden wir vielleicht nochmal im Rennen, aber wenn nicht, dann ist es halt so. Wir gewinnen 3:2. Rosenborg gewinnt auch. Bei uns ist Tim Kleindienst und Kerschbaumer mit einem Doppelpack. Ist traf für die Gäste Waka und James und damit haben wir mit 4 Punkten tatsächlich Platz 2 in der Gruppenphase gesichert. Sammeln also nochmal ein bisschen mehr Preisgeld und gehen da rein gegen Pescara. Zweitligist aus der Serie B. Und Ramay ist der Erste, der sich im Training jetzt tatsächlich verbessert. Auch Sessa, der geht in allen Bereichen gefühlt hoch. Ramay hat die 60. Also, lassen wir dem einfach mal ein bisschen Zeit. Norwich City möchte Norman Teuer kaufen. Irgendwie wäre das ein typischer Transfer für Norwich, finde ich zumindest. Ja, Maxi Thiel wird verhandelt. Schnatterer habe ich ja gerade angesprochen, ist geblockt. Niklas Dorsch erstmal genauso. Celtic Glasgow, das ist ein Angebot, ja. Wenn da aus der schottischen ersten Liga ein Team, das international spielt, anklopft, könnte man das durchaus annehmen. Nicht in Saison Nummer 1. Er soll sich erstmal bei uns verbessern und dann wollen wir natürlich den Faktor Realismus oben halten, was für mich auch bedeutet, dass einer der besten Spieler den Kader auch mal am Ende der Saison oder zur neuen Saison verlassen könnte, denn dann ist das natürlich auch ein Transfer, der uns rein wirtschaftlich nach vorne bringen könnte und den Kader in der Breite stärkt. Ihr wisst sicherlich, was ich meine. Das Ganze in Zukunft aber natürlich immer nur mit eurer Absprache und da freue ich mich auch drauf, wenn man dann einfach mal einen Spieler verkauft vielleicht. Das Ganze läuft auch viel über Instagram. Ja, kleiner Shoutout an der Stelle. Folgt mir gerne bitte mal auf Instagram, denn da werde ich kleine Abstimmungen immer mal wieder individuell machen, weil das auf YouTube natürlich ja mit dem regelmäßigen Video-Uploaden alle 2-3 Tage gar nicht hinkommen könnte. Einzug ins Finale des Vorbereitungsturniers, ja oder nein, Pescara hat noch kein Spiel verloren, gegen Charlton Athletic gewonnen, gegen Troyes ebenfalls, gegen Midtjylland unentschieden und gegen uns eine deutliche Niederlage, wieder Leipertz und Kleindienst. Leipertz einmal, Kleindienst doppelt und dann haben wir Galano auf seitens der Italiener. Im Finale gibt es eine Wiederauflage von dem ersten Gruppenspiel. Es waren aber wieder mal nur 2 Tage dazwischen, weshalb die A11 so gesehen nicht bei 100% ist. Ramay darf also ran, also das Team rund um den Ersatzkeeper Ramay. Rosenberg-Heidenheim 3:0. Adek Benro also mit einem Doppelpack. Das Hinspiel war noch ein 2:2 in der Gruppenphase. Das Rückspiel im Finale dann eine deutliche Niederlage. Kann passieren, ist gar nicht schlimm. Wir waren im Finale und haben fast das Maximale an Preisgeld mitgenommen, was zum aktuellen Zeitpunkt bedeutet, inklusive dem einen Verkauf bisher 7,21 Millionen. Dazu der Verkauf von Vitus Eicher zu Gaziantep. Ja, das ist die türkische Liga. 850.000, 575.000 netto auf unser Konto. Das also jetzt gefüllt mit knapp 8 Millionen. Es laufen noch immer Transferverhandlungen. Und jetzt gehe ich auf den Transfermarkt und pack mal ein paar Spieler drauf, die für mich national oder allgemein auch hinsichtlich vielleicht mit einem auslaufenden Vertrag da sind oder halt eben billig sind und uns weiterhelfen können. Ja, weil wir sind der FCH. In Liga 2 müsste man sich eigentlich vor keinem anderen Team verstecken. So, ich habe jetzt mal lange durchgeschaut. Spieler, die für mich zu 100% realistisch sind und in Frage kommen. Das sehen wir im Hintergrund. Ich gehe jetzt nicht auf jede einzelne Geschichte ein. Bei Klünter war als Beispiel auch ehemaliger Kölner, dann nach Berlin, dort irgendwie nie wirklich Fuß fassen können. Bei uns vielleicht ein Kandidat vom FC Bayern München 2 eventuell ja auch. Ansonsten haben wir hier Mihojevic, Bormuth, ich glaube beide auch mit einem auslaufenden Spielervertrag. Kann man überhaupt alle verpflichten? Ja, hier, okay, Reiner, der wäre für mich vielleicht ein Kandidat zu einer Leihe. Weidern, Jensen, Daschner, auch Husbauer, ich glaube, der ist noch gar nicht so lange bei Dresden. Keine Ahnung, bei Sofifa steht es seit 2016. Grisha Brömmel auslaufender, Becker ein absolutes Top-Talent. Guaim auch ebenfalls Spieler, ehemals vom 1. FC Köln. Vielseitig einsetzbar auslaufender Vertrag. Bitte für mich zu 100% ein Spieler, der bei uns direkt in der Startformation anstelle von Teuerkauf spielen würde. Eure Meinung gerne mal in die Kommentare und auch vor Föhrenbach. Ja, keine Ahnung. Es sind auf jeden Fall mal so ein Stück weit meine aktuellen, ja, Favoriten, sage ich einfach mal. Lasst mich aber gerne auch vom Gegenteil überzeugen in Form eurer Kommentare. Was vorhin nicht funktioniert hat, soll jetzt auf jeden Fall werden. Kevin Müller, 2 Jahre muss er mindestens draufpacken. Auch die Anforderung der
Spieler sind natürlich etwas höher. Freigabesumme wollen wir umgehen. Also für 2 Jahre, der soll jetzt mindestens mal verlängern, sodass wir irgendwie gar nicht erst das Problem bekommen, dass Spieler im Winter dann per Vorvertrag zu einem anderen Team wechseln. Riskant in die Verhandlung gegangen, ist aber okay. Ja, ist gut gegangen. Parallel laufen Angebote, Teuerkauf, Thiel und wie sie nicht alle heißen. Alle, die verkauft werden, zeige ich euch natürlich dann noch. Passend zum Saisonauftakt in Osnabrück hat Kevin Müller seinen neuen Vertrag unterschrieben. Bleibt uns vorerst mal erhalten. Ich freue mich riesig auf die Zukunft. Das sind mir. Soll ich da was ändern? Keine Ahnung. Schreibt es mir ebenfalls in die Kommentare. Unser Team ausnahmslos in Bestbesetzung mit einem 70er Plus Team im Kollektiv überall. Mindestens das 70er Gesamtrating. Wir schauen gleich mal auf das Team rund um Agu. Eine Legende aus der Düsseldorf-Karriere. Die Regler übrigens für alle die, die es wissen wollen, sind noch immer genauso verstellt wie in der Roma-Karriere. Kann ich euch aber auch nach diesem Spiel nochmal ganz kurz zeigen. Gespielt wird auch ultimativ bei 4 Minuten Halbzeitlänge. Der Gastgeber kommt aus Osnabrück und frisch aus Liga 3. Wir haben Kühn, Agu, Haya, Drab, dann haben wir Aydini, wir haben Blacher mit Tafazofer hier im zentralen Mittelfeld, wir haben Wolze links, Wahim haben wir rechts und Schmidt auf der 10 und Haider soll vorne drin bedient werden. Das ist also hier im 4-2-3-1 das Team des VfL Osnabrücks und unser kommt natürlich auch noch. Das sind wir wie folgt mit Müller hinten drin und dann haben wir hier noch Teuerkauf, Hüssing, Mainka, Busch, dann haben wir 1-6er mit Dorsch, 2-8er, die kennen wir natürlich, Griesbeck, Kerschbaumer auf der 10 ist der Capitano, Marc Schnatterer vorne drin soll bedient werden, Leipertz und Kleindienst. In den Vorbereitungsspielen hat es einigermaßen gut funktioniert. Der Gastgeber, das ist der VfL Osnabrück, ist also hier in den Vereinsfarben in Lila unterwegs und wir in Rot und Weiß. Das sind ebenfalls die Vereinsfarben. Es ist der Auftakt. Ich will 3 Punkte. Ist es Pflicht? Ich weiß es nicht. Es ist der Auftakt. Es ist schwierig. Wir wissen noch nicht, wie das ganze Thema hier läuft. Aber trotzdem, gewonnener Zweikampf, Teuerkauf, rein ins Spiel und dann hoffentlich 3 Punkte zum Auftakt mitnehmen. Hier haben wir Uaim. Das ist ein Kandidat bei uns für eine Neuverpflichtung. Die Flanke ist gar nicht mal übel und jetzt müssen wir rausrücken. Aber keine allzu große Lücke. Das ist gut und das ist das Tor. 6. Spielminute. Der Gastgeber startet fulminant in diese neue Zweitligasaison. Aus der Distanz ist das Wolze. Ist der Kapitän beim VfL? Ich weiß es gar nicht. Ich kenne ihn nur vom MSV Duisburg. Hier geklärt, ja, ich weiß nicht. Das war, glaube ich, Dorsch. Und dann trifft er den aber auch perfekt. Aber hier schlecht im Zweikampf. Keine Chance für Müller. Am Anfang auch noch die Sicht ein Stück weit behindert. Es ist Tafazofer. Ja, aus knapp 18, 19 Meter. Keine Chance. Der Kapitän geht also voran. Erstes Tor für den VfL Osnabrück. Jetzt gerade hier in der neuen Zweitligasaison. Und wir laufen erstmal hinterher. Naja, das ist natürlich ein Start nach Maß. Zumindest für den Gastgeber. Für uns alles andere als das. Naja, reinkommen. Ganz, ganz ruhig. Wir wollen hier 3 Punkte mitnehmen. Das ist noch immer unser Ziel. Aber auch mit genau aus diesem Grund habe ich dieses Spiel noch mit in diese Folge reingenommen. Einfach um auch zu sehen, wo unsere Stärken, wo unsere Schwächen sind. Wo der die Stärke hat, Felix Agu, ist klar, das war das Tempo. Wo die Schwäche in der Grätsche, eine völlig gerechtfertigte gelbe Karte. Wir haben aber auch gesehen, ich glaube, das war bei uns Kerschbaumer, das ist ein Patzer. Uaim ist direkt da, der macht hier ein gutes Bewerbungsschreiben, würde ich einfach mal behaupten. Für eine mögliche Neuverpflichtung bei uns, naja, Stärken, Schwächen werden wir in den nächsten jetzt noch knapp 77 Minuten definitiv sehen. Und dann seid ihr natürlich auch gefragt, welche Spieler könnten genau diese Schwächen kompensieren. Osnabrück mit der ersten Ecke im Spiel, 22. Minute, getreten von Blacher an den kurzen Pfosten, das ist kein Problem. Niklas Dorsch nimmt das Ding an, um spielerisch von hinten raus zu kombinieren. Das ist Schnatterer, der hat jetzt die linke Außenbahn, ist aber auch nicht bekannt für sein Tempo, denn da hat er gar nicht so viel. Schnatterer im Laufduell wird abgelaufen. Ja, wir brauchen Tempo. Das ist in erster Linie direkt mal die Erkenntnis nach 25 Minuten. Der VfL Osnabrück kommt wieder und das ist ein ganz enges Ding. 30. Minute erneut Tafazofer, der hat heute ganz viel vor. Erstes Tor gemacht, das zweite ganz knapp aktuell verfehlt. Wir sind nicht im Spiel. Ja, es ist eine schwache Partie bis hierhin von uns. Wir müssen irgendwie reinkommen, irgendwie reinfinden. Vielleicht auch mal mit Glück oder mit einer schönen Kombination, wie dieser aktuell eine ist, über Teuerkauf. Der muss dann zurück, dann brauchen wir die Lücke. Tim Kleindienst geht in die Lücke. Hat er das Ding noch immer? Ja, dann aber Verteidiger dazwischen und somit das Ding geklärt. 33. Minute. Ja, irgendwie haben wir wirklich keine Spieler für ein schnelles Offensivspiel. Mit dem 1:0 ging es dann auch in die Pause. Der VfL, also hier zu Hause, führt ab. Absolut verdient mit 1:0. Wir kommen aber ein bisschen besser ins Spiel. Ja, was eine positive Erkenntnis ist aus den ersten 45 Minuten, ist die, dass man im Mittelfeld, wenn man Überzahl kreieren kann oder allgemein die Stabilität mit allen Vieren im Zentrum hat, dann ist es ganz, ganz schwer für den Gegner hier durchzukommen. Das ist gut. Allerdings haben sie es bisher einmal geschafft und von daher müssen wir das auch auf der anderen Seite schaffen, denn sonst verliert man. Stand jetzt den Auftakt hier in Liga 2. Doppelwechsel bei uns. Kapitän Schnatterer geht vom Feld, genauso auch Marlon Busch. Ja, heißt er
Marlon, ich glaube schon, Rechtsverteidiger ist jetzt der junge Sessa und wir haben nach vorne Mulpaupt gebracht. Ja, der hat ein bisschen mehr Tempo als Schnatterer. Wir gehen aufs 4-5-1, das Tannenbaumsystem. Die Flanke kommt, Kapitän, nee, Torwart Müller ist natürlich da. Ball geklärt, Teuerkauf ist mit da. Die Kugel darf nicht mehr gefährlich reinkommen, ist abseits von Bolze. Jetzt 30 Minuten noch, mindestens ein Punkt, das muss doch machbar sein. Jetzt vielleicht mal Kerschbaumer mit Tempo, eigentlich ja im Zentrum zu Hause. Hier soll das jetzt über die Außenbahn probieren. Kerschbaumer, das macht er gut und dann muss der Ball irgendwie zurück. Gefährlich rein, aber das schaffen wir aktuell nicht. Ganz, ganz großes Manko bei uns. Ja, das ist zu schwach, das ist viel zu wenig. Aber es ist auch das erste Spiel. Ja, das kann man auch einfach mal verlieren, sage ich ganz offen, so wie es ist. Wichtig ist, dass wir uns einfach etablieren. So nach und nach auch immer mal wieder oben mitspielen. Denn ganz ehrlich, das ist ja kein Geheimnis. Das ist schon so ein Stück weit auch vom Vorstand Erwartung. Jetzt Ball hinten raus, Sessa, wir versuchen spielerisch. Das gelingt auch erstmal. Ganz scharfe Geschütze, 12 Minuten sind es noch. Wir sind auf Dreierkette gewechselt, wollen da jetzt also alles nach vorne werfen. Ja, vorne ist jetzt wirklich alles, was nur vorne sein kann. Manu Thiel ist neu ins Spiel gekommen. Hier ist er direkt mal jetzt eingesetzt. Er ist im 16er. Das Laufduell verliert er dann aber leider. Ja, und das sind solche Dinger. Das macht aktuell den Unterschied. Der VfL Osnabrück ist einfach gefährlicher und aggressiver in den Zweikämpfen und führt auch noch immer gerechtfertigt mit 1-0. Auch wenn es unglaublich bitter natürlich ist. Jetzt Osnabrück-Tor. Und das war's. Knockout. 88. Minute. Wir haben alles riskiert. Wir haben es versucht, wieder von hinten raus. Aber wir sind einfach grundsätzlich einen Schritt zu weit weg. Taffer, Zofa und Schmidt. Glückwunsch nach Osnabrück. Die gewinnen hier also nach dem Aufstieg den Auftakt gegen uns. Ja, egal. Wir müssen das Beste daraus mitnehmen. Es war eine schwache Partie. Allerdings sind auch ein paar Lichtblicke da, aber trotzdem auch riesen Schwächen. Gerade was das Tempo betrifft. Wenn man selber spielen möchte, braucht man das halt eben mit FIFA. Und das ist hier mit diesem Kader aktuell nicht gegeben. Wir kommen aber trotzdem nochmal und geben uns nicht zu 100% auf. Hier haben wir Sessa, verliert das Laufduell gegen Kühn. 2 Minuten angezeigte Nachspielzeit. Der VfL rettet das über die Bühne. Ja, aber okay. Ja, wenn man solche Spiele völlig gerechtfertigt verdient, dann ist es natürlich auch ein Stück weit Wut, weil man einfach nicht ins Spiel gekommen ist. Aber ich muss neidlos anerkennen, das Ding geht komplett in Ordnung. Und hier sind wir niedergeschlagen nach dem ersten Pflichtspiel als Coach. Ja, das könnte positiv sein, genauso natürlich auch negativ. Wir nehmen aber das Positive raus. Sind Sie enttäuscht, dass es zum Auftakt Ihrer Heidenheim-Karriere kein besseres Ergebnis gab? Ja klar, es hat aber nicht gereicht, ja. Und dann muss das Team halt auch mal ein bisschen runtergeballert werden. Gehört dazu, Griesbeck ganz, ganz schlecht gespielt. Jetzt vor dem Aus? Nee, eigentlich nicht. Viel Geduld habe ich nicht mehr. Von nun an geht es nur noch aufwärts. So ist es natürlich auch. Und die letzte Frage ist, Griesbeck hat heute trotz der Niederlage angedeutet, dass es mit ihm wieder vorwärts geht. Wie wichtig? Gut, aber nicht genug. Da geht noch mehr. Die Willensstärke ist super. Nehmen wir mit. Damit geht die Moral bei Griesbeck und der Mannschaft wieder hoch. Und jetzt ganz kurz zu den letzten paar Worten der ersten Folge. Das sehen wir natürlich jetzt. Platz 18, der erste FC Heidenheim. Das ist bitter, das ist schwach, aber völlig gerechtfertigt. Cessa und Ramay gehen beide gleichzeitig auf die 61 hoch. Wir schrauben natürlich auch so ein Stück weit an der Jugend. Wie gesagt, Abstimmung gibt es ja hier oben und natürlich auch ganz, ganz viel zum Kommentieren. Ja, das ist auf jeden Fall mal Fakt. Das ist unsere Mannschaft. Wir müssen definitiv was tun. Die Formation gefällt mir gut. Im zentralen Mittelfeld ist es gut. Ja, das gefällt mir wirklich. Defensiv vielleicht ein bisschen mehr Unterstützung. Vielleicht hinten links einen schnellen Verteidiger. Zumindest schneller als Teuerkauf. Und dann guckt man natürlich, dass man auch vorne ein bisschen Tempo ins Spiel mitbekommt. Denn das ist leider gar nicht gegeben. Ihr seid gefragt. Ich beende das ganze Thema hier. Ganz kurzer Blick auf den Kalender. Wie geht's für uns weiter? Ja, es ist jetzt hier dann der Juli, der bald zu Ende geht. Der VfB Stuttgart. Dann heißt es DFB-Pokal gegen Bochum. Und dann heißt es hier Dresden. Dann haben wir Sandhausen, Nürnberg. Wir müssen mal schauen. Also die zwei Spiele will ich schon auf jeden Fall spielen. Vielleicht machen wir die zwei plus die Transfers. Und die übernächste Folge ist dann hier die drei noch aus der Transferphase plus die nächsten drei. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Wie gesagt, fleißig kommentieren. Lasst ein Abo da, lasst einen Daumen da. Alles, was dazugehört. Und dann sind wir am Ende angekommen. Danke für die Aufmerksamkeit. Danke auch, dass ihr bis zum Ende geschaut habt. Ich hoffe, ihr seid genauso gehypt auf diese Karriere wie auch ich. Ich habe ein richtig gutes Gefühl dabei, auch wenn der Auftakt weniger erfolgreich war. Ich wünsche euch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Macht's gut, haut rein, ein schönes restliches Wochenende. Vielen Dank, ja, euer Support ist unglaublich. Ich hoffe auch hier weiter auf der Karriere. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.